Wir sind hier inklusive der Hauswirtschaftskraft und mir ein Team von 15 Personen. Wir haben pro Gruppe 3 Fachkräfte, die größtenteils für diese Gruppe zuständig sind, Ansprechpartnerinnen für Eltern und Kinder dieser Gruppen sind. Diese 3 Fachkräfte teilen sich insgesamt 100 Wochenarbeitsstunden auf in ihrer Anwesenheit. Außerdem haben wir noch eine junge Person im Bundesfreiwilligendienst, die immer ein Jahr bei uns arbeitet und Erfahrung sammelt und ansonsten Vertretungs- und Springkräfte und eine Heilpädagogin. In unserer Kita haben wir Plätze für 45 Kinder. Die teilen sich auf eine Krippengruppe mit 10 Kindern, eine altersgemischte Gruppe mit 15 Kindern und eine Elementargruppe mit 20 Kindern. Wir haben geöffnet von 8 bis 16 Uhr. Wir freuen uns, wenn die Kinder morgens bis 9 Uhr spätestens gebracht sind, damit sie in den Tagesablauf gut eingebunden sind, gut ankommen. Ansonsten gibt es aber keine festen Bring- oder Abholzeiten. Die Kita bleibt im Jahr insgesamt für 20 Tage geschlossen und die verteilen sich zum allergrößten Teil auf die Zeit des Jahreswechsels, die Sommerferien und auf einzelne Brückentage. Die Kita-Beiträge richten sich nach dem offiziellen Satz der Stadt Flensburg und können je nach Einkommen und Situation der Eltern bis auf beitragsfrei herunter reduziert ermäßigt werden. Unser Mittagessen wird hier bei uns von unserer Hauswirtschaftskraft frisch zubereitet, 5 Tage die Woche. Auf Allergien, Unverträglichkeiten, besondere Ernährungswünsche nehmen wir Rücksicht, versuchen Dinge einzubetten oder halten Rücksprache mit den Eltern, wie die gesonderten Situationen bewältigt werden können und wie man das zusammen hinkriegt. Wir gestalten den Alltag hier ganz situationsbezogen. Wir schauen auf die Bedürfnisse der Kinder, was die Kinder brauchen, wie die Kinder ankommen und wollen allen Kindern hier bei uns die Möglichkeit geben, eigentlich jeden Tag so zu gestalten und zu entdecken, wie sie es heute möchten. Mit allem, was wir hier haben, mit allem, was wir da haben. Das gilt auch für Ausflüge, für Projekte, die sich meist aus ganz aktuellen Interessen und Themen der Gruppen bzw. der Kinder ergeben.